Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute wieder mit einem Interview. Ich habe zu Gast den Peter und den Robert. Ja, das sind zwei Backpacker, also Rucksacktouristen hier in Kuba, sind auch gerade in Kuba, haben mich angeschrieben und ja, hier sind wir zusammen. Robert, Peter, vielleicht wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr, warum seid ihr in Kuba? Genau, also ich bin Peter aus Berlin und wir sind seit knapp zwei Monaten schon unterwegs, waren erst in Südeuropa und haben uns dann entschieden, in ein etwas wärmeres Land zu fahren. Doch aufgrund der Pandemie haben wir so ein bisschen recherchiert und haben uns dann sehr kurzfristig entschieden, nach Kuba zu kommen und sind jetzt seit dem 6. Januar hier, also fast zweieinhalb Wochen und haben insgesamt fast 6 Wochen Zeit und schauen, was uns hier erwartet. Sind wirklich nicht besonders gut vorbereitet gewesen aufgrund der Kürze der Zeit, aber haben eigentlich bisher alles super bewältigt. Ja, hallo, ich heiße Robert, ich komme auch aus Berlin. Peter und ich haben uns diesen Winter ein Sabbatical genommen, um ein bisschen zu reisen während des Corona-Winters. Wir waren erst in Südeuropa, als es da aber sehr kühl wurde, haben wir uns spontan entschlossen, uns ein warmes Land auszusuchen. Und da fiel die Wahl auf Kuba. Wir haben uns sehr wenig darauf vorbereiten können auf die Reise. Umso spannender war es dann, als wir da angekommen sind. Ja, jetzt seid ihr ja schon ein paar Wochen hier und seid auch schon so ein bisschen durchs Land gereist. Und ihr seid ja in Havanna gelandet. Genau. Na, und seid ja, wir sind, befinden uns jetzt quasi in Contra Maestre, das ist halt im Osten der Insel. Seid also schon einmal eigentlich komplett quer durch die Insel gefahren. Was habt ihr denn bisher so erlebt? Wo wart ihr denn? An welchen Stationen der Insel wart ihr denn gewesen? Und was habt ihr noch erlebt? Ja. Ich fange mal an. Ja. Wir sind am 6. Januar in Havanna gelandet mit unseren Rucksäcken. Mit hauptsächlich kurzen Klamotten natürlich, weil wir wussten, dass es hier sehr warm ist. Es war auch oder ist auch sehr, sehr warm. Es ist auch schön. Wir waren etwas unvorbereitet. Auch wir haben nicht genug Euro-Dollar dabei, sodass wir erstmal darauf reingefallen sind, am Flughafen für einen sehr schlechten Kurs 1:26 zu wechseln. Aber gut, schwamm drüber, das ist Lehrgeld. Wir hatten dann in Havanna eine sehr schöne Unterkunft. Im Prinzip laufen wir sehr, sehr viel rum. In Havanna ist es manchmal anstrengend, weil man den Eindruck hat, dass jeder denkt, dass Touristen Taxi nehmen wollen. Wir wollen aber hauptsächlich rumlaufen, wir wollen uns durch die Stadt treiben lassen. Und es ist super interessant. Havanna ist eine riesige Stadt und mit sehr vielen kommunikativen Leuten. Und was eine Herausforderung für uns ist, ist so das Reisen selber. Dazu kann der Peter vielleicht noch ein paar Worte sagen. Genau, also es gibt so ein paar Hürden, die wir nehmen mussten. Eine Hürde ist, dass die staatliche Busgesellschaft, die Touristenbusse organisiert via Sul, nur die Hauptstrecke von Havanna nach Santiago bedient und keine Nebenstrecken. Das heißt, immer wenn man vom Hauptpfad abweicht, braucht man entweder ein Taxi Collectivo, also Sammeltaxi, oder man fährt mit einem LKW oder man findet sonst eine Möglichkeit, Pferdekutsche oder was auch immer. Das geht aber alles. Man muss eigentlich ein bisschen Geduld mitbringen, ein bisschen Zeit mitbringen, man muss Leute ansprechen oder darauf reagieren, wenn die einen ansprechen. Und da kommt man eigentlich auch ganz gut weiter. Als wir von Havanna kamen, sind wir als erstes nach Santa Clara gereist. Da ging es tatsächlich noch in die Azulbus. Santa Clara ist die Stadt quasi, wo das Che-Mausoleum ist und wo man so ein bisschen Revolutionsgeschichte auftanken kann und sich informieren kann. Also das gehört einfach für mich zumindest oder für uns auch dazu, wenn man nach Kuba reist, sich so ein bisschen mit der Geschichte zu beschäftigen, war auf jeden Fall ein Highlight. Und ja, vielleicht schilderst du dann die nächste Etappe. Ja, was auch spannend ist, neben dem, dass man immer seine Strecken und seine Transportfahrzeuge finden muss, ist, es herrscht auch wirklich momentan großer Mangel hier in Kuba. Was für mich so die größte Überraschung war in einem sehr heißen Land. Ich trinke sehr gern kaltes, klares Wasser.
musste teilweise bis zu 10 Geschäften ablaufen, um mal eine Wasserflasche zu bekommen. Darauf muss man sich einstellen, dass man nicht immer alles gleich bekommt. Man bekommt in einem Geschäft, kriegt man vielleicht ein Bier oder eine Limonade, aber kein Wasser. Im anderen kriegt man Wasser, aber irgendwas anderes nicht. Man muss eigentlich immer improvisieren, aber so als Deutscher braucht man ein paar Tage, so in diese Logik reinzukommen, aber man weiß dann irgendwie, dass man nicht immer gleich alles bekommt. Man muss danach suchen, man muss mit den Leuten reden. Letztlich kriegt man auch irgendwie alles, aber man muss sich sehr drum bemühen. Oder genau. Das empfindest du auch so, denke ich. So. Genau, es ist halt, ich sag mal, ein bisschen mehr mit Arbeit verbunden in der Hinsicht. Ne? Also in Deutschland hat man natürlich, oder generell Europa, wenn man irgendwo in einen Supermarkt geht, kann man davon ausgehen, dass es auch Wasser gibt. Ja. Na, das ist hier halt tatsächlich oftmals, zumindest im aktuellen Zeitpunkt, nicht der Fall. Ja. Aber wie ich schon sagte, wenn man halt lang genug sucht, wie zum Beispiel gestern per Zufall, wir waren gemeinsam essen, haben wir ja auch dort Wasser gefunden. Richtig. Na, da wurde es ja nochmal fündig, was Fritz Gebäude sitzt. Genau, das war übrigens auch, von Wasser sprichst, es gibt so ein paar andere Artikel, die Mangelware sind, da haben wir ja gerade heute Morgen drüber gesprochen, also für mich zum Beispiel als Raucher benötige ich Feuer, logischerweise, aber es gibt keine Feuerzeuge. Bringt Feuerzeuge mit, das brauchen Feuer, also es gibt keine, und wenn es mal welche gibt, dann sind die mal auf einem Straßenstand zu horrenden Preisen. Also Feuerzeug muss man mit importieren. Und schnell leer wahrscheinlich. Ja. Sehr schnell leer, genau. Und das Zweite, was für mich eben auch sehr wichtig war, ich brauche Sonnenschutz aufgrund meiner hellen Haut. Und auch das gibt es nicht. Und wenn wir dich nicht gehabt hätten und deine Frau, dann wäre ich wahrscheinlich mit der verbrannten Haut nach Deutschland zurückgereist. Ja, gerne. Highlight für uns in den letzten Tagen war die Sierra Maestre. Also wir sind von Bayamo aus, haben eine Tour über Eco-Kurs gebucht. Die waren super freundlich, super zuvorkommend. Und dann sind wir den ganzen Tag auf den Spuren von Fidel Castro und von Che Guevara. Sind wir durch eine Dschungelberglandschaft gelaufen, auf sehr teils beschwerlichen Wegen, aber super interessant, super schön. Wir haben dort die kleine Wohnsiedlung besucht, in der sich damals 1958 die Rebellen vor den Soldaten von Batista versteckt haben, über mehrere Wochen und Monate. Man konnte die Hütte von Fidel Castro sehen, man konnte das Häuschen sehen, wo Che Guevara Menschen medizinisch versorgt hat, die kleine Küche, die Leute hatten am Tag eine Mahlzeit, aber nur 6 Tage die Woche, also das war damals schon auch sehr beschwerlich, und das ist ein besonderes Gefühl, wenn man auf diesen Faden da längs läuft, wo damals was sehr Historisches drüber passiert ist, was bis heute hier spürbar ist, weil überall sieht man die Bilder und die Skulpturen und die Statuen von Fidel und von Che und einigen anderen Helden, die du wahrscheinlich auch besser kennst. Ja, also vor allem aus dem Martini, den bin ja dann eigentlich. Ja, genau, das ist schon richtig. Ja, jetzt war die ja quasi gestern angekommen hier in Contra Maestre. Wo sollst du jetzt noch hingehen? Wir hatten ja gestern schon mal darüber gesprochen, Santiago wäre noch eine Station und Baracoa vielleicht noch, ne? Aber wie sehen da eure Pläne aus? Ihr seid ja noch, weil ihr wollt ja tatsächlich noch gute 2 Wochen hier bleiben, da kann man noch eine Menge machen. Genau, Santiago steht jetzt im Vordergrund, wir haben gestern ein Hostel gebucht, das ist übrigens auch nochmal wichtig zu wissen, dass verschiedene Portale, über die man normalerweise bucht, in Kuba nicht funktionieren. Also beispielsweise Expedia funktioniert jetzt bei mir nicht, Hotels.com bietet sich an. Genau, wir haben also gestern in Santiago gebucht, fahren jetzt gleich mit dem Kollektivo dorthin, bleiben mindestens 3 Tage da, wir haben jetzt erstmal 3 Tage gebucht, schauen dann mal, wie es weitergeht, und lassen uns dann so ein bisschen weiter treiben. Am Schluss der Reise werden wir nochmal ein bisschen Strandurlaub machen auf Varadero. Einfach um das Ganze so mal ausklingen zu lassen und auch so ein bisschen noch mal so ein bisschen zu chillen. Weil es ist schon so,
trotz aller, es ist total spannend, total interessant. Wir lernen viele Leute kennen, wir lernen tolle Orte kennen. Aber es ist eben auch ganz schön, mal zu relaxen. Und bevor wir dann wieder zurückfliegen nach Europa, wollen wir dann uns noch mal so ein bisschen Entspannung entspannen. Genau. Wir hatten ja in den letzten 2,5 Wochen einen einzigen Strandnachmittag bisher gemacht. Das war aber auch nicht das Hauptziel, hier mehrere Wochen nur am Strand zu verbringen. Wir wollten die Landschaft, die Städte, die Menschen, die Kultur etwas kennenlernen. Aber wir werden uns dann ganz am Schluss noch mal ein paar Tage auf Varadero gönnen und da einfach ein bisschen so am Strand chillen. Aber davor ist jetzt mit Santiago de Cuba die zweitgrößte Stadt auf Kuba. Steht uns noch mal was bevor, wo wir uns ein bisschen durchpirschen wollen. Wir müssen da auch unser Visum verlängern, das nur 30 Tage gilt. Und das Reisen macht Spaß. Man muss sich aber immer sehr viel damit beschäftigen, wie man von A nach B kommt. Ja. Aber wir finden trotzdem genug Zeit für Entspannung. Und es macht auch super viel Spaß, hier sich mit den Menschen zu unterhalten. Auch wenn unser Spanisch nicht perfekt ist, aber man kommt immer irgendwie durch. Ja. Ich denke auch, mit Hand und Fuß geht es dann doch irgendwo. Ja. Ja, und wenn ich halt immer wieder höre, ja, in Kuba sprechen alle kein Englisch, ja, ist auch größtenteils der Fall. Ja, aber ich sag mal, ist halt in Deutschland auch nicht anders. Ne? Also wenn man da jetzt irgendwie in irgendwelche Dörfer geht, kann man auch nicht erwarten, und, dass da alle Englisch sprechen, und die wenigsten sprechen da Englisch. Und also von daher ist der Vergleich noch so ein bisschen. Von daher, was mich jetzt an der Stelle aber interessieren würde, ist vielleicht auch wegen den entsprechenden Zuschauern, ihr seid ja als Backpacker unterwegs, ne? Das ist jetzt halt so schon der größte Unterschied zu einem Pauschaltouristen. Ne? Ihr habt ja schon gesagt, ihr bewegt euch mit Taxi Collectivo fort oder Camion, habt ihr gestern auch erwähnt, ja. Ne? Oder generell auch eine Station mit dem Viasul. Ne? Aber wenn ihr da nochmal vielleicht 2-3 Worte zu sagen könnt, wie ihr euch generell fortbewegt, klar mit diesen entsprechenden Mitteln, aber ist wie anstrengend, wie aufwendig ist es halt so, sich fortzubewegen gegenüber meinetwegen einem Mietwagen? Also ich würde sagen, also es erfordert einen gewissen Aufwand. Also beispielsweise bei Viasul war es so, dass wir, als wir in Havanna gebucht haben, sind wir zum Busbahnhof gegangen, haben eine Reservierungsbestätigung bekommen, mussten am nächsten Tag, also am Abfahrtstag, 2 Stunden vorher da sein. Wir waren glücklicherweise 2,5 Stunden vorher da. Ungeplant. Genau. eigentlich sollten wir so früh da sein, um das Ticket aufgrund der Reservierung entgegenzunehmen. Ja. Und dann stellte sich raus, dass der Personenbus 2 Stunden vorher abfuhr. Oh. Und dass wir also wirklich Glück hatten, das auch eingehalten zu haben oder übererfüllt haben. Ja. Also das war ziemlich, also da muss man einfach darauf achten, dass sich die Abfahrtszeiten immer ändern können. Ja. Bei den Collectivus ist es so, dass wir eigentlich nie Probleme hatten, wie lange gewartet haben. Entweder sind wir angesprochen worden oder wir haben Leute kennengelernt, die uns da ein bisschen unterstützt haben, was organisiert haben. Mhm. Und das ging eigentlich sehr, sehr einfach. Ja. Also bei den Viasul-Bussen kann ich sagen, wir haben auch versucht online zu buchen, da waren wir nicht so erfolgreich, weshalb auch immer. Letztlich macht es immer Sinn, einen Tag vorher wenigstens bei Viasul sein Ticket zu buchen. Man kann auch Glück haben, wenn man 2 Stunden vorher bucht, aber Sinn macht es einen Tag vorher. Was ich allen raten kann, ist, wenn sie mit dem Viasul-Bus fahren, dass sie sich warm anziehen. Die kühlen da stark runter. Aus meiner Sicht macht es Sinn, Viasul-Busse vor allem für längere Strecken zu nehmen, weil es einfach schneller geht und etwas bequemer ist. Für die kürzeren Strecken, bei uns waren das jetzt bis zu 100 Kilometer, hatten wir zum Beispiel auch mal so ein Camion, also so ein LKW genommen, der fuhr dann, also es gibt hier diese Busstationen Municipales, das sind die, da fahren auch diese Camiones teilweise ab, und diese Nationales, da fahren die Viasul-Busse ab. Diese LKW-Strecke, das war ein sehr voller LKW, der allerdings an der Seite auch offen war. Ja. Und wenn man sitzen kann, ist super. Dann kann man auch 3-4 Stunden, das geht gut mit dem Rucksack vor sich. Ja. Eine ganz lange Strecke würde ich damit nicht unbedingt fahren. Dafür ist es nicht so kalt.
die Kollektivos ist manchmal eine Herausforderung herauszufinden, wo die abfahren. Mhm. Da muss man sich durchfragen, aber wenn man die Stelle gefunden hat, wo sie abfahren oder die Station gefunden hat, wo die durchfahren, dann ist das sehr, sehr günstig und ich finde auch relativ komfortabel. Schön. Und macht auch gerade Sinn so für die kürzeren Strecken bis 100 Kilometer. Also wenn man wirklich mal so ganz durchfahren will, sage ich mal mehrere 100 Kilometer, Havanna, Santiago zum Beispiel, würde ich wahrscheinlich immer via Sulbus nehmen. Für die kürzeren Strecken machen die anderen beiden Möglichkeiten. Für die Leute, die mehr Komfort brauchen, Taxi kriegt man auch immer, ist aber ein bisschen teurer und die wollen natürlich auch immer die Riesen. Ja. Du hast ja gerade schon angesprochen, Taxi Collectivo und auch Camion, preislich gesehen ist es natürlich relativ günstig. Via Azul kann man ja quasi online einsehen, wie teuer die Strecken sind. Was habt ihr denn so im Schnitt für ein Taxi Collectivo bezahlt? Also beispielsweise von Bayamo nach Ponta del Maestre, das sind so 40 Minuten ungefähr. Für das Taxi von Bayamo nach Ponta Maestre haben wir 300 Pesos pro Person. Ja, die wollten erst 500 haben, dann haben wir gesagt, nee, das ist zu viel, dann gucken wir noch. Ja. Dann waren es 300, das war dann auch okay. Noch günstiger war es, als wir nach Da sind wir Camion gefahren, genau. Da haben wir 80 Pesos pro Person. Also man muss auch ein bisschen handeln, aber man kann durchaus für 2-3 Euro längere Strecken mit dem Kollektivo fahren. Ja. Die Viasul-Busse sind natürlich deutlich teurer. Absolut, ne? Aber wie gesagt, da kann man ja die Preise auch einsehen, also das ist ja relativ transparent. Ja, aber gerade so Taxi-Kollektivo, Camion, da muss man halt schon fragen vorab. Ne? Und gerade mit dem aktuellen, inoffiziellen Wechselkurs, sage ich mal, sind ja 80 Peso. Ja. Genau. Also von Trinidad nach Santi Spirito, fällt mir ein, haben wir pro Person 250 Pesos bezahlt. Ja. Das waren auch gut anderthalb Stunden Fahrt, glaube ich. Ja. Also von daher, das ist eine sehr günstige Reisemöglichkeit und vor allem man findet auch immer irgendjemand. Man muss nicht warten, bis 8 Stunden später losgeht, sondern man kann es relativ spontan machen. Das ist gut. Ja, ne, und so Backpacker-mäßig bietet sich das an. Also wir haben jetzt auch die Reise nicht durchgebucht mit Unterkünften, sondern wir gucken immer. Mhm. Hier haben wir dank euch beiden eine Unterkunft gefunden, die auch sehr, sehr nett ist. Manchmal buchen wir eben über diese 1-2 Portale, die möglich sind. Und ansonsten hatten wir es aber eben auch schon so, dass wir einfach mal nachfragten. Genau, also es wäre generell auch die nächste Frage meinerseits, Unterkünfte an sich allgemein. Ja, also genau, ihr bucht ja halt online vorab, teilweise beziehungsweise, sagt ich ja gerade auch schon, lasst ihr euch in dem Sinne einfach mal treiben, guckt, was möglich ist und naja, ich glaube, es ist, also einmal ist es so, dass haben wir jetzt auch festgestellt, ich habe ein E-Book, also Reiseführer Stefan Lohse, kennen vielleicht viele. Die Informationen sind von 2017 und deutlich veraltet. Viele Hostels und Hotels gibt es nicht mehr. Das heißt, wir recherchieren dann übers Internet, gucken uns vor allen Dingen die Bewertungen an und den Preis natürlich. Haben aber die Erfahrung gemacht, dass nicht alles, was man buchen kann, auch buchbar ist. Das heißt, wir hatten auch die Situation, wir haben einen Hostel gebucht. Der Betrag wurde auch abgebucht. Wir kamen dort an, das Hostel war geschlossen. Haben dann glücklicherweise den Besitzer angetroffen, der uns dann ein bisschen unterstützt hat, das anders zu finden. Also auch da bietet es sich an, bevor man, bucht, erstmal in dem Hostel anzurufen und zu fragen, habt ihr überhaupt offen oder gibt es euch noch? Und dann erst zu buchen, denn da gibt es auch mal Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Anbietern und dem Portal. Ja. Also das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich. Ja. Ansonsten, glaube ich, kann man sagen, dass grundsätzlich die Qualität der Unterkünfte sehr, sehr hoch ist. Es ist in der Regel absolut sauber. Es gibt oft ein richtig gutes Frühstück mit vielen frischen Früchten, mit Saft, mit Toast, mit Ei oder Omelette oder Scrambled Eggs, was auch immer. Also das ist wirklich vorbildlich und die Leute sind in der Regel unheimlich nett. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Casa Particulares, die uns dann sehr viel geholfen haben und auch Tipps gegeben haben, wo wir weiterreisen können, was es zu sehen gibt. Also das ist schon alles super gelaufen. Das hört sich auch gut an. Ne? Das ist halt bisher so, ja, ich sag mal, reibungslos in dem Sinne, als dass man, wenn man weiß, worauf man sich in dem Sinne
in Anführungsstrichen eigenes. So heißt, man muss halt die Erwartungen schon runterfahren als Europäer, aber dann ist die Basis auf jeden Fall drum. Genau. Ja, und wenn man ist halt Abenteuer, ja. Und das Schöne an dem Urlaub ist, man beschäftigt sich wirklich hier mit dem Urlaub und nicht mit dem Alltag, den man gerade so in Deutschland hat. Und so soll es dann sein. Genau. Eine Flucht aus dem Alltag. Ja, genau. Vielleicht nochmal kurze Meldung vorab. Also Kuba ist halt, oh, war auch nicht, aber zwischendurch. Kuba ist halt ein lautes Land und ihr hört vielleicht zwischendurch Geräusche. Das sind halt entsprechend Bauarbeiten oder andere Sachen, die hier stattfinden. Das ist Kuba. Real life. Genau, das ist halt so. Nee, gut. Wo ich jetzt noch drauf hinaus wollte, ist nämlich eure, ja, bisherigen Erfahrungen, vielleicht nicht unbedingt, aber eure Ansichten, was ihr so bisher erfahren habt, euren Blickwinkel auf die aktuelle Lage hier im Land. Ja, also speziell, du hattest ja gesagt gestern, wir waren gestern schon mal essen, dass du vor etlichen Jahren schon mal in Kuba warst. Du bist jetzt das erste Mal in Kuba. Ja, also, das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal einen Kontrast zu damals und du hast einen komplett neuen Einblick. Von daher würde mich da jetzt mal interessieren, vielleicht auch von der Erwartungshaltung vorab, ist es so, wie ihr gedacht habt, was ihr erwartet habt, oder ist es halt auch mal ganz anders hier in Kuba? Ja. Also was mich hier überrascht hat, ich war 2010 schon mal hier mit Familie. Für mich ist der Mangel hier spürbar größer geworden. Also man merkt einfach, dass man vieles nicht bekommt. Wenn man mit den Leuten spricht, merkt man auch, dass auch die Leute, die hier Einheimische sind, viel nicht bekommen. Und ein gutes Beispiel war, an dem Abend, als wir ankamen, hatte ich Peter gesagt, wir gehen jetzt zu unserem Hostel und dann gehen wir in Havanna zum Malecón. Das hatte ich noch so in Erinnerung, dass da viele Leute waren, Kneipen waren. Hatte gesagt, dann gehen wir auf dem Malecón noch ein Bier trinken. Dann kamen wir da abends um 11, halb 12 hin und es war alles Booster, es waren kaum Menschen da, es hatte auch kein Restaurant offen. Und das, glaube ich, ist wirklich auch so ein Stück weit Covid-bedingt, aber ein Stück weit auch durch die USA, dank den USA, sanktionsbedingt, dass es hier an vielen fehlt und dass die Versorgungslage einfach auch für die Einheimischen wirklich grottenschlecht ist. Und das muss besser werden. Da muss man was tun. Ja, stimmt. Ja, für mich war es noch einmal schon in dem Ausmaß überraschend, wie stark an verschiedenen Stellen so ein Mangel ist an vielen Dingen. Du hast das Beispiel mit Bier und Wasser schon erwähnt. Also Bier gibt es eigentlich fast überall, Wasser selten. Aber es gibt eben auch viele andere Gegenstände. Wenn man in die Märkte geht, sieht man eigentlich immer die gleichen Produkte in großer Anzahl, aber es sind dann eben auch nur 12, 13, 14 Produkte. Ja, genau. Und was mich wirklich, also ich bin viel in den letzten Jahrzehnten als Backpacker unterwegs gewesen in vielen Ländern, aber ich habe noch nie einen solch extremen Mangel erlebt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also selbst in Ländern, die sehr abgeschottet waren vorher, die hatten auch eine bessere Versorgungslage als gerade Kuba. Das hat mich schon, also das wundert mich. Und was ich auch wahrnehme, ist doch eine sehr große oder steigende Unzufriedenheit in der Bevölkerung über diese Situation. Aber man muss es eben auch sehr differenziert sehen. Ne? Also die Ursachen sind, glaube ich, wie Robert schon sagte, das ist einmal sicherlich die Migrationspolitik der USA. Da gab es eine Wirtschaftsreform auf Kuba, die offenbar nicht die Wirkung gezeigt hat, die sie haben sollte und im Gegenteil die Inflation nach oben getrieben hat. Also es gibt sehr unterschiedliche Gründe, man muss sich sehr differenziert angucken und sollte nicht voreilig sein mit irgendwelchen Schlussfolgerungen, sondern eben auch die Möglichkeiten, die dieses Land nach wie vor hat, sehen und natürlich auch darauf hoffen, dass dieses Experiment, was hier damals mit der Revolution eingeleitet worden ist, dass es sozusagen erstmal eine Basis bietet. Und dann muss man eben gucken, wie kann man alles wieder so modifizieren, dass die Menschen hier auch zufrieden leben können. Ja, Potenziale sind auf jeden Fall da. Ja. Das auf jeden Fall. Ich wollte noch eins loswerden, was ich wirklich bisher in keinem anderen Land so gesehen habe, was ich wirklich toll und faszinierend finde. Wer von euch Schaukelstühle liebt? Es gibt hier in jedem Haushalt mindestens ein
meistens mehrere Schaukelstühle. Also wer von euch gerne in einem Schaukelstuhl bei warmem Wetter sitzen möchte, kommt nach Kuba. Könnte ein Schlusswort sein, aber wir machen weiter. Ja. zwei, drei Fragen hätte ich noch. Die stelle ich halt zum Ende eines jeden Interviews quasi immer. Kurze, schnelle Antworten sozusagen. Ja. Na, immer natürlich mit dem Kuba-Bezug. Lieblingsgetränk. Kanchanchara aus Trinidad, das ist ein Gespräch, das ist ein Getränk mit natürlich mit Rum, mit Limone, mit Honig und Eis. Sehr lecker, kriegt man aber offenbar nur in Trinidad, glaube ich. Also ich kann es jetzt nicht, also aber ja. Kanchanchara, googelt es mal, schmeckt super lecker. Werde ich auf jeden Fall googeln und gleich mal probieren. Lieblingsessen. Jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen. Rindfleisch, Ropa Vieja. Ropa Vieja, alte Kleidung. Ja, genau. Kleidung. Ja. Das habe ich zum ersten Mal auf der Speisekarte gefunden, habe es gegoogelt, dann stand da alte Kleidung und habe ich gedacht, naja, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber als ich es dann probiert hatte, war schon großartig. Manchmal muss man sich von dem Namen so ein bisschen lösen, ne? Also, naja, tote Oma. Ne? Nur um ein deutsches Beispiel zu bringen. Ne? Genau, nee, okay, super. Ropa Vieja und bei dir? Ich esse gerne Hühnchen in jeglicher Form. Hühnchen mit Reis, Bohnen, Platanos fritos, also diese gebackenen Essbananen. Super. Schön. Genau, also bei den, also wie wir sie gestern gegessen haben. Genau. Das sind ja die Malekitas. Also Malekitas gibt es ja auch verschiedene. Genau. Vielleicht eine Ergänzung noch zum Essen. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich esse zum Beispiel gerne Meeresfrüchte oder Fisch. Sollte man nach meiner Erfahrung eher dort essen, wo es wirklich in Meeresnähe ist. Denn möglicherweise, also ich habe zweimal, also einmal mindestens, das zweite Mal ist nicht ganz sicher, so eine kleine Fischvergiftung gehabt. Und das liegt offenbar an den Transportwegen, die dann, wo die Kühlkette doch unterbrochen worden ist. Und das sollte man meiden, aber an der Küste ist es natürlich, kriegt man auch sensationelle Sachen. Aber du wirst ja direkt angegriffen auf den Teller hier. Genau, das ist ja nochmal was anderes. Ja, Kühlkette ist, ja, man sieht ja auch quasi, weiß ich, die Fleischstände an den Straßen. Da gibt es keine Kühlkette. Ja, genau. Und das wird halt mit dem Fisch, der dann irgendwie morgens irgendwo geangelt wurde, ähnlich sein. Ne? Und wenn der die ganze Zeit irgendwie in der, bei 29 Grad irgendwie in der Sonne liegt, dann reicht doch mal ein Tag. Das muss jetzt nicht unbedingt sonst wie lange sein. Ja, naja, genau. Genau, und auf jeden Fall vielleicht ein ganz guter Tipp. Eine Meeresfrüchte an der Küste. Genau. Ja, ansonsten die nächste Frage wäre, die könnt ihr vielleicht noch gar nicht groß beantworten, weil ihr noch nicht in Santiago wart. Nämlich Havanna oder Santiago. Na, aber schwierig zu sagen. Eigentlich gar nicht zu sagen. Ja. Von daher würde ich sagen, auch an der Stelle die Frage überspringen wir. Genauso wie die nächste an sich, wobei, könnte ich mir schon vorstellen, wie die Antwort laufen wird, nämlich Hotel oder Casa Particular. Oh, das ist klar, ganz eindeutig. Casa Particular. Und genau. Viel dichter dran. Im Rom, also Menschen. Damit haben wir, glaube ich, alle gerechnet, deswegen meinte ich halt, die Frage kann man sich eigentlich auch überspringen. Na, okay. Ja, das sind so die Fragen, die ich halt am Ende eines Interviews quasi jeden stelle, um halt einfach nochmal zu schauen, wer welche Präferenzen hat. Wollt ihr zum Ende des Interviews vielleicht noch irgendwas Konkretes loswerden? Irgendwelche letzten Worte? Ich glaube, wenn man hier einreist, ist es sinnvoll, viele nützliche Dinge mitzubringen, auch für die Menschen, die man trifft hier. Medikamente haben wir erfahren, werden hier gut abgenommen. Wir sind ein paar Mal von Kindern auf Caramelos angesprochen worden. Das nächste Mal würde ich mir mehrere Päckchen Werthers Echte einpacken, die echten Caramelos. Aber auch an andere nützliche Dinge, Feuerzeuge beispielsweise. Ich glaube, das macht Sinn, sowas mitzunehmen und hier auch den Leuten mitzubringen. Dann kann man mit wenig Aufwand viel Freude auslösen. Genau, das nimmt nicht viel Platz im Gepäck und hat halt einen großen Nutzen. Ja, und ergänzt vielleicht auch nochmal Medikamente, sind dann auch ein gutes Mitbringsel. Wir haben beide
ausreichend noch Medikamente werden, die dann natürlich auch hier lassen, weil da gibt es aktuell einen Mangel. Und genau, vielleicht nochmal, weil das so kurz am Anfang nur anklang, unsere Schwierigkeit mit dem Bargeld, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu wissen, genug Bargeld mitzunehmen. Dieses Bargeld nicht in Banken zu tauschen oder nicht auf Flughafen zu tauschen, sondern tatsächlich in Casa Particular, weil man bekommt einen besseren Kurs. Man braucht aber auch Bargeld, man braucht Devisen und man kommt mit der Kreditkarte allein nicht weiter und man kommt auch nicht nur mit der einheimischen Währung weiter. Also genug Euro in Bargeld ist absolut notwendig. Genau, das glaube ich gerade zum jetzigen Zeitpunkt noch einer der wichtigsten Hinweise. Genug Bargeld. In deinem Studio so einen Zug fahren zu lassen. Das wird ewig mein Geheimnis bleiben. Ja, das war's mit dem Interview. Zum Ende natürlich ein bisschen lauter, wie Kuba nun mal ist. Na, ich danke euch für das Interview. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Wir haben uns ja gestern schon getroffen und waren gestern nochmal gemeinsam essen. Und ja, war mir eine große Freude. Danke dir auch. Danke schön. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.